willkommen. Wir sind hier auf einem Berg bei den Pyramiden und haben hier Butler getroffen und mit Slim gesprochen in der letzten Folge. Und zwar für die Mission Butler für Tamora. Haben ihn was verhandelt hier, so 10 Goldstücke pro Tag für seine... für Kumpels. Also pro Kumpel 10 Goldstücke pro Tag. Gut, da haben wir jetzt also mit Slim gequakt, nicht wahr? Und könnt ihr sofort mit? Das werde ich jetzt mal ausprobieren. Könnt ihr sofort mit? Tja, wir könnten schon. Allerdings gibt es da ein kleines Problem. So? Was denn für eins? Fällt dir nichts auf? Nein. Was sollte mir denn auffallen? Wir haben alle keine Spitzhacken. Nun, wir haben keine Spitzhacken mehr. Tatsächlich. Und wo sind denn eure abgeblieben? Hinter uns in den Bergen, wo dieses seltsame Gebäude steht, hatten wir vor ein paar Tagen unser Lager und genau da haben wir sie vergessen. Ach so. Was hindert euch daran, eure Spitzhacken zurückzuholen? Das kann ich dir sagen. Abgesehen von den anderen Viechern, die es da noch gibt, hindern uns jede Menge gemeingefährliche Oger daran. Was sagst du da? Hä? Oger? Ja, Oger. Mann, ich sage dir, wir waren wirklich erschrocken. Ich habe gar nicht gesehen. Bisher glaubten wir, dass es auf Korinnes nicht solche Monster geben würde. Aber jetzt? Und ich soll euch wohl jetzt eure Spitzhacken wiederbringen, oder was? Nein, das verlangen wir jetzt wirklich nicht von dir. Nur ein Trottel legt sich mit einem Oger an. Du brauchst uns nur 9 Spitzhacken besorgen, egal woher. Als ob das so einfach wäre. Kannst du mir vielleicht verraten, wo ich welche herbekommen soll? Keine Ahnung, aber auf Korinnes gibt es doch mehrere Minen. Mit etwas Glück wirst du schon fündig werden. Also ganz easy, ne? Guck mal, ob ich überhaupt Spitzhacken habe. Ich weiß, dass ich welche hatte, aber die habe ich bestimmt alle schon verkauft. Doch, hier, 6 Stück. Ja, 6 Spitzhacken. Alter Schwede, wir werden Oger wahrscheinlich in dieser Folge sehen. Oger. So, Shorty haben wir schon gequakt, Kyle haben wir gequakt, Slim haben wir gebuddelt. Gebuddelt. So, und Bart noch. Aber nicht der Simpson-Bart. Hallo. Hallo. Was sagt denn der für eine Stimme? Moment. Wie steht's? Ich bin total high, Mann. Das gibt doch wirklich noch mehr Ärger. Also brauchst du Sumpfkrauten? Wie steht's? Ich bin total high, Mann. Okay. Der ist nicht ansprechbar. Ja. Gucken wir uns mal ein bisschen hier um. Was gibt's denn hier noch zu holen? Vielleicht haben sie trotzdem hier ein paar Spitzhacken rumliegen. Das kann ja sein. Das liegt doch auf der Hand. Ah, gucken wir hier. Hier ist nix. Da ist nix. Ich bin total high, Mann. Ja? Das macht die dünne Luft hier oben bestimmt. Das kann ja nicht ewig so weitergehen. Was liegt denn hier noch rum? Jetzt sind wir hier ein bisschen außerhalb des Lagers. Des Buddler-Lagers hier oben. So, ach, ein bisschen Heilpflanze. Ja, dann gehen wir mal in das andere Zelt rein. Okay, dann nur dort. Ich bin hier und ich bin dort. Was ist denn das hier für eine Platte? Das liegt doch auf der Hand. Was ist denn das für eine Platte da? Ich werde mich. Die nicht angezeigt wird. Aus wie ein Schild oder ein Fassdeckel? Könnte mir das jemand mal sagen oder ist das einfach nur Flavor-Dekoration? Okay, dann nehme ich mal mit. Okay. Wozu brauchen denn Butler eine Platte? Oh, hier gibt es noch ein bisschen was zu holen. Blutwurst. Mag ich nicht. Ja, also Spitzhacken. Runtergehen. Das war nämlich, glaube ich, das kleine Lager unten. Ach ja. Was passiert, wenn wir... Ich bin jetzt völlig demoralisiert. Herrick haben wir noch nicht gequatscht. Hallo. Wenn es nach mir ginge, würdest du hier nicht alt. In diesem Lager ist nicht genug Platz für uns beide. Ja. Den Spruch kennen wir. Na, wollen wir mal gucken, ob er, nachdem ich gespeichert habe, wirklich einen aufs Maul bekommt. Das kann nicht ewig so weitergehen. Pass auf, sonst verpasse ich dir eine. Du willst ein paar aufs Maul? Kannst du haben.
Steck die Waffe weg. Oh. Wollt ihr wohl damit aufhören? Nicht hier schlecht. Weg mit der Waffe. Lass sie ja, das eine Lehre sein. Zu... Was hat der denn hier? Crawler so... Okay. Der Penner. Ja. Die Waffe nehme ich mal besser mit. Die hab ich aber dann, Dolu. Warten wir mal, was Herrick sagt jetzt. Wieso soll ich ihm eine Abreibung verpassen, liebe Leute? Abreibung für Herrick. Nur weil er so ein großes Maul hat? Okay, ist halt eben Krawall-Heini da. Oh Mann, mein Kopf. Ja, und was jetzt? Hey. Hey, was willst du? Lass mich in Ruhe. Jo, sonst noch was? Nö. Okay, den haben wir eine verpasst. Ab Balto. Haben wir Balto auch schon gequatscht? Nee. Hallo. Hallo, Fremder. Was ist hier los? Nichts. Das heißt... Ach, was weiß ich. Am besten fragst du Slim. Ja, okay, den haben wir ja schon gequakt. Und sonst? Und sonst? Nichts. Das heißt... Okay. ja, die Akrobatik. Slim, hast du noch was zu sagen? Nö, hat nichts zu sagen. Der Balto ist unser Musiker unter den Buddlern. Ich möchte jetzt noch mal ganz gerne wissen, wo es hier hingeht. Ich schalte mich ein, wenn es was Lustiges gibt hier auf dem Weg. Supi, okay, dann gehen wir mal wieder hier auf den Weg. Und wir sind ja hier durchgekommen. Kommen aber hier so noch nicht hoch. Da sind welche. Da oben rechts geht's auch nicht hoch. Das hätte ich dann gesehen. Dann gehen wir mal hier rum. Ho, ho, ho. Ja, man hört sie schon über uns. Die Feuerwaranix. Ja, das müsste was werden. Dann Dolo. Er rutscht erstmal rum. Okay. Also irgendwie hier gibt es einen Zugang zu den Feuerwaranen. So, da sind wir, glaube ich, hochgekommen. Uah. Ja, sorry. Die Kameraführung hier ist ein bisschen schlecht. Also im Grunde genommen sind wir ja zu dritt unterwegs. Roland, Dandolo und der Kameramann, den man nie sieht. Ihr wisst, wie ich es meine. Hier geht's rum. Hier geht es rum. Mit neuer Vegetation. Was ist das da hinten für ein... Seht ihr das? Da oben. Ah, diese Spitzen. Was sind das? Das ist das Xardas Turm? Ne, Moment mal. Gucken wir nochmal auf der Karte. Da ist ja gar nichts. Wir sind also voll hier. Und ich habe hier was picken gehört. Okay, hier könnte man eventuell hoch. Oder sehe ich nicht so, weil die zweite Stufe viel zu hoch ist. Da kommen wir nicht hoch. Ah. Und ein Sound eines Grasland-Scavengers. Muss ich mal eben speichern. Nee. Xardas Turm ist das nicht. Niemals. Das ist was Neues. Und außerdem wird es da hinten diesig. Dandolo, wollen wir da weitergehen? Das ist viel zu diesig. Mann. Oder es waren halt eben nur Bäume oder sowas. Das sah mir viel zu geometrisch aus, als dass es Bäume sein könnten. So eine zackige Struktur. Oh, weia. Befinden wir uns jetzt echt im Riss auf der Karte, oder wie? Oh. Oh. Okay, hier geht's noch weiter. Gibt's noch ein paar Feldräuber. Das ist ja eine... Schon wieder so ein Mistvieh. Was ist denn hier los? Ach du liebes Lieschen. Oh weia, was machen die jetzt? Ist das... das ist ein Oger. Ein Oger. Wir sehen zum allerersten Mal einen Oger. Der sieht mal lustig aus. Gut. Okay. Hä? Ist das... Moment mal, dann ist es doch nicht die kleine Stelle.
Dolo? Ui, wie wär's mal mit dem Heiltrank? Oh, weia. Nein, ich bin so geschlecht hier. Kleide dich entsprechend. Da hinten stehen noch mehr Oger. Mhm, okay. Ja, speichern. Ja, also beim nächsten Oger muss ich unbedingt Unterstützung geben. Aber da gab's ja ganz schön viel zu holen. Also meine Fresse, 750? Okay. So, da hinten sind noch mehr. Wo sind wir? Wir sind echt im Riss auf der Karte. Schon wieder so ein Mistvieh. Okay. Nicht an Dolo, den Oger bitte sehr. Jawohl, jetzt geht's. Da ist nichts zu holen. Alter Schwede. Lustig. Oh je, oh je, oh je. Gibt's noch mehr von diesen Ogern? Ja, Feldräuber und Oger. Wohl die besten Freunde, oder wie? Ja, toll. Jetzt will ich... Oh, weia, da hinten ist irgendwas Rotes. Ja, speichern. Mhm. Also, okay. Gehen wir erstmal hier. Scouten wir hier ein bisschen hier diese Richtung ab. Schon wieder so ein Mistvieh. Genau, richtig. Nicht an Dolo. Oger bitte. Oh. Nicht zu plündern. Okay, Oger sind grundsätzlich nicht zu plündern. So, und hier geht's zum Beispiel hoch. Also meine Fresse, ist das geil gemacht hier. Was geht jetzt ab? Scheiße, noch ein Oger. Los, Oger, geh kap... Oh, Menno. Wollte doch noch den Oger. Schon wieder so ein Mistvieh. Okay, das ging... Ach, das sind Pilze, Riesenpilze. So, aber trotzdem, wollte ich nochmal gucken. Genau, wir waren ja hier auf der Seite, wollten wir hin. Ach, und da ist der Oger. Ogla di, ogla da, life goes on, bra, shubidubidubi, da, so. Nicht an Dolo, Mensch, ist das doof. Muss man immer... Da ist nicht zu holen. Ja, ich weiß. Wenn man dann den Oger irgendwie anvisiert, dann... Oh, da ist noch einer. Oh. Herr Wunderbar, hat geklappt. Perfekt, nichts zu holen. Ist klar, speichern. Ja, jetzt bin ich natürlich gespannt. Soll ich jetzt noch weiter hier rumgehen oder wollen wir uns doch mal hier erkundigen, wo es hier hochgeht? Also da oben hoch. Mann, oh Mann, oh Mann. Also das verleitet mich auch in der Natur so. Also draußen so. Hier geht's hoch. Das ist ja noch gut begehbar. Auch mit hartem und festem Schuhwerk, welches wir ja auch hier besitzen. Okay. Wohin? Ah! Der Grasu-Steppenland-Heinz da, oder wie der heißt. Ja, da ist er. Komm. Kommt bestimmt runtergesprungen. Was bist denn? Ah, Grasland-Scabby. Genau, richtig. Ich wusste auch irgendwie, was ist das? So, dann haben wir schon mal hier die oben. So. Moment. Was ist das jetzt? Ist das... Nee, das ist doch so ein ähnlicher... Hä? Jetzt muss ich mal speichern. Die sieht da so ähnlich aus wie die... eine Schlossruine auf einer anderen Insel, wo es diese Steingolemmis gab. Snapperkraut, okay. Wo denn? Hm, hier ist nix. Hier läuft nix. Tut sich nix. Wo geht's denn hier hin?
diese Graslandschnäppe. Das ist hier echt viel zu verwinkelt. Komme ich wieder von meiner eigentlichen Geschichte wieder weg? So, jetzt gehe ich mal direkt auf ihn zu hier. Oh nein, dein Dolo war schneller. Die Intelligenz verfolgt mich, doch Dandolo war schneller. Tja, hier ist also Dead End. Das heißt, wir müssen über diese holzige, klapprige Brücke rüber, um nach neuen Abenteuern zu suchen. Oh Mann, speichern. Das ist irgendwie eine Verbindung zu diesem Schloss? Tatsache hat es. Mann. Ich würde ja gerne. Ja, vor allem, weil da hier so eine Steinskulptur steht. Nee. Leute, das mache ich später. Ich will die Spannung noch aufrechterhalten. Ich gehe mal wieder zurück da unten zu den Ogern hin und dann bin ich wieder da. Ja, also am Fuße hier von diesem Felsen. Wenn mich nicht alles täuscht, haben wir doch noch ein bisschen was hier zu jagen. Also das ist ja das. Ja, ich. Aber. Wieso ist das hier nur verwinkelt? Das ist nicht gerade gut für meine Orientierungssinne. Na? Okay, jetzt. Noch ein Feldräuberchen. Okay, auch den hätten wir mal. Da hinten gibt's noch eine Höhle. Worum geht's denn hier? Also jetzt ist... Also wenn man sich im Wald verläuft, ja. Und vor allem, das ist ein schöner Wald hier. Also der beste Wald, den ich bis jetzt hier gesehen habe in Odyssey. Ach, hier gibt's was, woran man sich orientieren kann. Und zwar die Pilze da. Diese Riesenpilze. Okay, dann machen wir ihn erst nochmal platt. Ich glaube, ich brauche mal wieder nicht. Oder? Doch. Konnte ich machen. Okay. Oh, ein Baumstamm hier mitten im schönen Wald. Nein, nicht zu nehmen. Okay, dann wollen wir mal gucken, ob wir hier bei den Pilzen irgendwas Magisches finden. Die sehen aber jetzt anders aus. Machen wir mal speichern. Außerdem wird es wieder dunkel und gefällt mir nicht. Okay, Butlerfleisch. Ach so. Golemiko. Waldgolemiko. Oh weia. Wo bist du denn, Dolo? Ach Leute. Dein Dolo ist futsch. So, ich habe keine Golem-Rüstung an, das ist schon mal scheiße. Der ist hinter mir her. Ne, das bringt nichts. Und dann Dolo. Kann ich leider auch irgendwie nicht. Mann. Hat er sich ver... Da ist noch ein Waldgolem. Ne, ich kann es aufgeben. Ich kann es aufgeben. Und zwar sowas von... Ah, Moment. Ich hab feinen Bogen gehört. Ah, da ist Dandolo. Ich schau mal die Waffe. Ah, dass es so dunkel ist. Okay, im Schnitt mache ich mal ein bisschen Color Grading. Wie hat er denn noch? Mann. Da ist doch mal viel zu tun. Waldgolem, das ohne Golem-Rüstung. Das ohne Golem-Rüstung. Hoffentlich schaffe ich das. So, wie viele Holzscheiben hast du denn? 4. Und ein Baumstamm. Auch gut. Dandolo. Oh, es ist so dunkel. Ich habe Angst, Dandolo. Wo bist du denn? Ach, da ist ja der Nächste. Okay.
speichere mal ganz schnell ab. Nicht Dandolo treffen. Das ist ja echt eine lustige Geschichte. Und ich habe da wieder gedacht, es gäbe wieder einen schönen Kampf. Dandolo gegen Waldgolem. Das ist einer mal gesehen hat in einer Folge. Ah, ich weiß nicht. Ja, okay. Aha. Mensch, Dandolo, hilf mir doch mal. Ja, super. Oh, dann diese Glühwürmchen überall. Oh. Hat ihn einen gepuncht hier. Heute drei im Ring. Dandolo, Roland und Waldgolem. Wer hat das Nachsehen? Wer hat das vor... Oh, und da ist er wieder weggeflogen. Der arme Dandolo. Aber dafür hat Dandolo ganz schnell seinen Pfeil und Bogen genommen und wir konnten ihn doch gemeinsam zur Strecke bringen, den Waldgolem Dandolo. Superklasse, er hat auch was getrunken. Das ist ein Speicherpunkt wert. Das ist echt uki, spooky, mystisch. Jetzt, wo es richtig dunkel ist, gucken wir mal auf der Karte, wo wir sind. Ja. Herrlich, wir sind ja jetzt echt hier außerhalb der Odyssey-Galaxis. Herrlich. Ja. Und wir gehen also Richtung Süden. Aha, hier ist noch was. Steht denn da? Das ist wieder Minecrawler. Ja, das sind. Sehen aus wie Minecrawler, oder sind das keine Minecrawler? Gucken wir mal eben. Ja, das sind Minecrawler. Mir ist das zu dunkel, liebe Leute. Es ist ja auch schon 20.34 Uhr, obwohl das so mystisch und verzaubert aussieht, mit diesen ganzen Glühwürmchen, die da hinten sind. Was mache ich denn jetzt? Oder soll ich mir Licht über den Schädel machen? Ach, die Minecrawler, die machen wir mal eben platt, aber nicht mit dem Bogen. Oh. Oh, toll. Ich will auch einen. Ich will auch einen Minecrawler. Oh, das sind gar nicht mal so unwenige. Oh, ist ja gut. Oh, das sind gar nicht mal so gar nicht wie. Oh. Okay. Okay, der kommt. Okay, zwei Stück. Ja, die sind ja easy to nicht zu plündern. Easy to go hier. Hey, nicht einstecken. Kaputt machen. Jetzt kommt der Warrior. Yeah, er kommt angejumpt. Und ein Schuss von Dandolo und der Warrior ist nicht mehr Kämpfer. Ja, ich hätte Crawlerplatten doch ziehen sollen, lernen ziehen sollen. Ziehen lernen sollen. So ist es richtig. Ja, Dandolo, wo sind wir denn jetzt hier lustigerweise? Es geht hier irgendwie auch noch hoch. Okay, das war jetzt hier die Mündung. Das sieht ja echt brutal geil aus. Also sorry, das muss man jetzt irgendwie im Dunkeln spielen. Also in. Alter, das bringt Laune. Ja, okay. Jetzt sind wir aber nicht doch da, wo ich denke, wo wir sind. Dandolo, was machst du? Okay, er kommt hoch. Ja, die gehen an mir vorbei. Row your boat. Nieder. Okay, jetzt mal eine totale Nahaufnahme. Ah, jetzt muss ich mal zurück. Ich bleib hier hängen und den haben wir dann auch schon mal. Was war denn das? Hilfe, meine Ohren. Es regnet. Wo ist Dandolo hin? Ah, Dandolo ist wieder auf
auf offensiv, aber ich höre nach. Ist er hier drin? Muss wohl, wa? Ah ja, da ist ein Dolo. Ah, was will ich mit so vielen Krallen? Danke, Dandolo. Was ist denn das hier eigentlich für ein Teil? Das ist wie so eine Artefakt. Okay, speichern. Ah, machen wir. Bringen wir mal hier ein bisschen Licht in die Sache rein. Gut. Truhe. Aha. Mal irgend so ein schönes dekoratives Teil. Und die ist nicht abgeschlossen und gibt dafür 55 Gold. Herrlich. So, stopp. Und hier sind wir gekommen? Nein. Sind von hier gekommen, hier oben Sackgasse. Hier gibt es nur die Truhe. Hier auf dem Haufen befindet sich nichts mehr. Also gehen wir wieder runter. Hier rechts rum geht es auch wieder nur knapp hin. Okay, ein paar Crawlerzangen. Aber auch wieder noch ein. Oh, Alter. Spooky, okay. Nichts zu holen. Okay, ab da ist nichts mehr zu holen. Ja, die lasse ich mal hier liegen. So, das waren jetzt hier die anderen Pilze. Und hier ist auch Sackgasse. Hier ist, dürfte dann auch nichts mehr kommen. Ach ja, okay. Und hier ist dann wieder der große Ausgang. Falls ich was vergessen haben sollte in dieser Höhle, ihr wisst Bescheid, ein Kommentar in Ehren kann niemand verwehren. Machen wir mal einen Speicherpunkt. Ach, ich weiß es nicht. Wir befinden uns jetzt echt außerhalb der Galaxis, also... Aber Moment mal, es geht ja wieder rein. Wenn ich in die Richtung gehe, geht es ja wieder raus. Sehe nix. Licht ist zu hell. Nee, okay. Und dann gehen wir mal hier rechte Hand entlang. Ich kann mir nicht vorstellen, wenn die Buddler da oben von Slims Leuten hier ihr Lager hatten. Oh no. Das ist echt übel. Aha. Hier gibt es noch unerforschtes Terrain. Weil hier Feldräuber sind. Da ist der nächste, der einfach mal so auftaucht. Aber die können wir ja wegspucken. Aha, Gobos. Speichern. Na? Also ich höre Gobos. Und zwar rechts. Das da hinten. Das ist ja echt hier eine ganz spooky Geschichte. Nicht Dandolo hauen. Okay. Was haben wir denn hier? Rostiges Schwert. Nicht zu holen. Okay. Nicht zu plündern. Krieger. Äxtchen. Ah ja. Hä? Okay. Das sieht nach Ende aus. Müsste sich eine erweiterte Karte malen, finde ich. Und zwar... Aha. Nee, auf meinem Monitor male ich da nicht rum. Das bringt nichts. Leute, bevor ich hier reingehe, mache ich für diese Folge mal wieder Schluss. Ja, Leute, leider. Es gibt noch so viel zu entdecken und ich hoffe, ihr seid wieder dabei. Ich bedanke mich für euer Zusehen. Gebt mir einen Daumen, schreibt einen Kommentar. Euer David. Ciao.